wollen wir mal weitermachen. Ach, Vollbild sollte ich auch mal einschalten. Was haltet ihr davon? Stimmt, ich wollte ja bei Ichikawa weitermachen. Und die Chatbox funktioniert jetzt wohl. Anders als beim letzten Mal, was mich ja ein bisschen genervt hat. Was ist jetzt los? Ein Bär! Alter Falter. Der Bär gehört mir. Das ist mein Bär. Alter! Oh, das war's schon. Okay. Alter, hat er dich aus dem Bild gezimmert. Der hat nix. Ist ihm vermutlich alles aus den Taschen geflogen, als er da vom Bär weg durch die Gegend gewirbelt wurde. Einmal Wind, bitte. Nein, ach Gott, jetzt geht das wieder los. Hier ist Sprinten. Da hinten, das müsste das Dojo sein. Das sieht mir doch nach Sachen aus, die man mitnehmen kann. Bambus. Eibenholz. Ah, okay. Ich glaube, hier bin ich falsch. Das ist ein gelber Vogel. Was war das gerade? Da unten war gerade so ein komisches Symbol. Wo ist der Vogel? Da. Wo willst du mich hinbringen? Vögelchen. Hä? Ja? Wo bist du? Weißt du, ich muss hier Japan verteidigen und ich beschäftige mich hier mit so einem... Ach, da ist er. Mit so Kanarienvögeln. Ah, da kann ich hoch. Okay, ich soll hier auch hoch. Zeigt ihr mir einfach den Weg zum Dojo? So, als ob ich das nicht schon... von vornherein wissen würde. Es gibt auch, glaube ich, einen ganz regulären Weg hier hoch. Ich glaube, man muss da nicht immer die Wand hochkraxeln. So, wo ist der Knabe? Sakai! Da, wow! Baller hier nicht so einfach wild in der Gegend rum. Wo sind wir hier? Amerika? Sensei, any word on Tomoe? Yes, but I'm not sure you are ready for her. You make her sound like a demon. That's not far off the mark. Tomoe is fearless. She is not samurai, but she is a born killer. I know the type. No, you do not. Come,
Where are we headed? An archery range. The locals saw Mongols training there. I suspect Tomoe was with them. If Tomoe is truly fearless, she'd make a useful ally. A starving leopard is fearless too. Leopards can't master your way of the bow. Let it go, Sakai. She will never join us. Why did she turn against you? I took a risk sharing all I knew with her. When she betrayed my trust, I punished her. It must have been harsh. You saw what she did to the prisoners at Fort Nakayama. That was no mistake. That was a choice. And not the first time she's made it. We don't know it was her fault. You don't. I do. Ich glaube, da steckt noch irgendwas dahinter. Ich glaube, da kommt noch irgendwas ans Licht. Was der Alte uns hier erstmal jetzt nicht verraten will. Ist doch immer so. Der hat doch Dreck am Stecken. Jetzt beweg dich mal ein bisschen schneller hier. You have to climb to get there. Sure you can make it, Sensei? Da sagt er nichts mehr drauf. Er ist sprachlos. What are you waiting for, Sakai? Ja, ist ja gut, mein Gott. You need a hand, Sensei? Ob der jetzt hier auch hoch? Okay. Wo ist der Typ? Geht jetzt den einfachen Weg außenrum oder was? Not bad, Sakai. Hat er es jetzt echt gemacht, was ich gerade vermutet habe? You said the only way up was to climb. No. I said you had to climb. It's good exercise. Arrows, Mongol and Japanese. If they were here, they're long gone. We might pick up their trail by the practice target. There is no target. Near that watchtower. Not bad, Sensei. Find out where they went. Versuche das Ziel, okay. Pfeile sind voll. Move it, Sakai. Ja, mein Gott, alter Mann, jetzt lass mich doch mal hier, ey. Schon mal in Schleichenmodus. Ich sag einfach mal, dass das gleich vonnöten sein wird. Ne, das wollte ich nicht. Gehen wir mal. Nein. Ach so, hier ging's. Okay. Ja, sieht nicht so aus, als ob hier Gegner wären. How many Mongols is Tomoe training? A severed head. Used for target practice. Sensei, Mongols here. Okay, okay. Wow, Moment. Gegen Schilde, genau. Was ist das? War das ein Hund? Mach es. Au! Bogenschützen weg. Nerven. Nein, ich bräuchte nicht deine Hilfe. Ich komme mit den Leuten hier absolut allein klar. Sensei, I could use your help. Nein. Aua.
creept noch einer hier rum. Good work, Sakai. Resting your bow arm, Sensei? Observing your response to an ambush. You knew those Mongols were still here. Yes. You didn't think to mention it? If you can't handle a few Mongols, what good will you be against Tomoe? This is war, not a test. And how many wars have you fought? I'll test you as I see fit. I can see why Tomoe attacked you. Ja, also bislang ist Tomoe mir auch sympathischer als er und wir haben sie noch nicht, wir haben sie noch nicht mal kennengelernt. Also wir sollen uns hier auch umgucken, okay. Du solltest da hochgehen, Jin. Jin. So ist gut. Vorräte kann man immer gebrauchen. Vor allem, wenn wir unsere Sachen mal verbessern wollen. Kann ich hier irgendwie drauf? Ah, okay. Aber hier könnte ich doch auch... Ach so. Okay. Jetzt nochmal hier hoch, weil da war auf der einen Seite war ja nochmal so ein Sims. Hier irgendwas? Ist da eine Leiter? Tatsache. Okay. Whatever. Ich kehre zum Suchgebiet zurück. Ach so. Ach so, wir sollten da gar nicht untersuchen, sondern hier untersuchen. Okay, das da. A lot of tracks. A dozen men. Maybe more. Follow the trail. I follow the trail, alles klar. Ja, ja. If we catch her, do not wait for me. Attack and keep moving, or you'll die. Do you plan to use your bow this time? If we find her. And if not? Can you take a dozen enemy soldiers without me? If I must. Good answer. Okay, lass mich raten. Es geht da unten hin. Ah, die Fußspuren gehen immer noch hier lang. Man hätte auch einfach sagen können, folgt dem Pfad. Weil wir tun gerade nichts anderes. Die Gefangenen doch wohl. Nachdem ich die Vorräte mitgenommen habe. Mal sehen, ob wir das irgendwie still und heimlich hinkriegen. Oh, da unten ist auch noch einer und da auch. Okay, okay, okay. Den krieg ich doch, oder? Ach, scheiße, okay. So viel zu still und heimlich, na gut. Aua. Was? Oh! Das hätte ich mir auch vorher sagen können. Ja. Ja, ist ja gut. Ja. Töte
Oder beobachte weitere Angriffe, um die Windkampfhaltung freizuschalten. Okay. Boah, das habe ich aber gerade auch mitbekommen, bevor er die Geiseln gekillt hat. War's das? Guten Tag. Hallo? Ist jemand da? Hätte die Gefangenen doch wohl. Achso, ich soll die jetzt vermutlich losbinden oder so, aber ich guck erstmal noch. Ich muss ja sicher gehen, dass hier auch alle Mongolen weg sind. Sonst könnten die uns aus dem Hinterhalt noch überfallen. Einfach im Vorbeigehen, ohne dass das eigentlich meine Intention ist, nehme ich all eure Vorräte mit. Wie die hier. Durchkriechen? Nee, das will ich jetzt nicht. Ja gut, wie geht's euch? Also, ach warte, der Typ, der hatte noch was dabei. Ja, oder auch nicht. Did you see a Japanese woman with these Mongols? I couldn't believe it. She was giving them orders. What did she say? Something about the sensei and the hot springs. That's all I heard, my lord. Forgive me. Die heißen Quellen. Okay. Kommen wir nicht von da? War das Dojo nicht so in der Nähe von so einem Heilbad? I taught a monster how to hunt. They heard Tomoe giving orders to the Mongols. She mentioned Hiyoshi Springs. She's just getting started. Sakai, the way you fight, it's not your uncle's way, and it's not mine. We've never faced an enemy like this. I do what I must to defeat them. A samurai is a guardian. Not a killer who darts around like a thief. You didn't see Komoda. I've seen enough. I know it was brutal, but I won't train another monster. I know. I won't let that happen. If Tomoe is going after Hiyoshi Springs, I need to prepare. So do you. I'll see you at my dojo, Sakai. Mission Ende schon? Ja, sieht so aus. Neuer Skillpunkt? Ja. Die Hoffnung der Menschen. Maximale Gesundheit erhöht. Oh, das sieht nett aus. Eine Bombe werfen einfach. Was ist das? Eine Rauchbombe? Haftbombe? Ich nehme einfach die Schwarzpulverbombe. Nice. Ah, da kann man diese Waffen auswählen, okay. Ja. Okay. Talisman des Fernkampfs. Ja, wir sind nicht so der Fernkampftyp. Also ich bin es nicht. Ein neues Geschenk ist verfügbar. Geschenkaltar. Ja, der war doch... Der war doch da beim, bei diesem Schrein. Hier unten. Irgendwo. Was ist das? Goldener Tempel, genau, hier war das. Geschenkaltar. Ja, dann müssen wir da jetzt hin. Ich sehe da jetzt keinen Weg nach vorbei. Es ist ein Geschenk. Oh, jetzt bin ich im Fotomodus. Nee, wollte ich nicht. Da. Au! So, stößt mich das. Der Gaul da einfach runter.
Da ist doch was. Blümele. Ich finde das so gut, dass man das im Vorbeireiten einsammeln kann. War ein Witcher, glaube ich, nicht so, oder? Aber da gab es auch nicht so viel, was man unterwegs einsammeln konnte. Obwohl die ganzen Kräuter, konnte man die im Vorbeireiten einsammeln? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich muss Witcher 3 nochmal spielen. Da führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Und Witcher 2. Witcher 2 habe ich, glaube ich, am wenigsten gespielt. Ich jetzt so dran zurückdenke. Witcher 1 habe ich auf jeden Fall mehrmals durchgespielt. Witcher 3 sowieso. Aber Witcher 2? Ein oder zweimal? Ja, zweimal auf jeden Fall, um die beiden Wege zu sehen. Also den Jorvid-Weg und den Roche-Weg. Roche, so wie auch immer er heißt. Obwohl, herausfordern? Ja, nee. Komm. Ach, ihr wollt Stress? Ja, okay, komm. Danke, bekommt ihr Stress. Kommt her. Au. Autsch, das hat weh getan. So. Jetzt einmal schlagen, nochmal ausweichen und nochmal. Jawohl. So sieht das auszusehen. Da hinten ist noch einer. Auf Schild umwechseln. Ja, Mann. Oh, da sind doch viel noch mehr. Viel noch mehr, noch viel mehr, Alter. Was ist denn bei mir los? Bam. So muss das. Was habe ich denn jetzt hier befreit? Habe ich überhaupt was befreit? War das einfach nur Random Encounter? Habe ich hier irgendwas an Signifikanz erreicht? Moment, ich höre was. So Grillen. Ich höre einen Grill. Da ist noch so eine Grille. Jawohl. So eine Grille. Okay. Damit kann man neue Flötenmelodien freischalten. Glaube ich. Einen Moment. So, wo ist mein Gaul? Da ist mein Gaul.
Geschenk. Was ist ein Samurai? Verbesserung verfügbar für Kurzbogen. Okay. Now we have to fear attacks from atop our homes? We don't, but the Mongols should. All right. I don't know what to do with this headless idea. Ich gehe gerade noch mal die Händler jetzt ab und gucken, was ich so alles brauche für die Verbesserungen. Allow me to keep your katana. Da sind auch noch Vorräte, das sehe ich doch. Let us perfect your steel. Gerne. Ah, da brauche ich noch 60 Vorräte, ein paar Eisen und noch einiges an Stahl. Thank you. Ich glaube, ich gehe lieber erstmal auf Rüstung und Schwert, weil ich bin halt echt nicht so der Bogenmann. As if losing our homes wasn't bad enough. We have to see Mongols in them as well. I've seen too many homes raided, burned to the ground. They took a home nearby a few days ago. The man who lived there won't leave the area. He keeps begging for help. I'll try and find him. Oh, Nebenquest. Ja, nice. Ein Zuhause. Die Bürger von Ariake verlieren ihre Häuser an die Mongolen. Ich muss mir das ansehen. Ich kriege Leinen und einen niederen Nützlichkeitstalisman. Nice. Have you seen the new family? The grandmother is Hier ist die Bogen. Da sind Vorräte, die habe ich ganz genau gesehen. Wo war denn jetzt nochmal die Rüstung zum Verwenden? Die war dahin. Is it just me? Has the millet gone? My armor will dull the Mongols' weapons. I will do my best to make you strong and secure. Oh, da brauche ich noch einiges an Vorräten. Und würde mir eine Erhöhung der Gesundheit bringen. Tracht des Reisenden. You need more to make these improvements. Da brauche ich auch. Ach, da könnte ich mir bald leisten, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich die Rüstung upgraden will. I'm proud to help a true warrior. Okay. So, was machen wir? Was machen wir? Wir könnten hier immer noch hier unten das weitermachen. Komoda. Was ist das hier? Schmiede von Komatsu. Das hier. Befreie das Ogawa-Dojo. Wir kriegen einen Technikpunkt und zweimal Gold. Lass uns das doch mal machen. Wir befreien jetzt einfach mal dieses Dojo. Das heißen jede Menge Mongolen niederschnetzeln. Aber ich meine, was tun wir sonst noch in unserem Leben? Außer das. Gut, wir klettern überall hoch. Setzen uns in heiße Quellen. Verfolgen Kanarienvögel. Die Flöte. Hier zugegeben, wir machen tatsächlich noch ein paar andere Sachen. Fit zu überlisten, okay. Okay, jetzt wollen die einen verarschen. Oh, so ein Digger. Oh, das wäre gut, wenn ich den direkt ausschalten könnte. Du ergibst. Schuhet, Samurai. So nicht, mein Freund. Das habe ich kommen sehen.
Und der dritte. Dieses Ding ist so awesome. Ich finde dieses Herausfordern dann so geil. Okay, bin schon im Schildmodus. Erstmal die Bogenschützen anschalten. Zack, so läuft das. Hier war ich vorhin, oder? Das ist doch derselbe Friedhof. Okay, dann spawnen die hier einfach immer wieder neu an diesen Spots. Gut zu wissen. Good horse, Kage. Ist das das da vorne? Ich gehe mal davon aus, ne? Ja, 120 Meter, das ist das. Oh, da haben die hier richtig mit Belagerungswaffen und so weiter. Haben die das hier angegriffen? Und sie haben Vorräte liegen lassen, weil sie dumm sind. Nein, nein, nein. Oh, das war knapp. Alter Falter. Hätte mich fast gesehen. Ich weiß nicht, ob ich den herausfordern will. Ich glaube, ich will den lieber aus dem Hinterhalt meucheln. Weil wenn ich den jetzt herausfordere, dann habe ich den ganzen Rest von denen am Hals. Deshalb. Warte ich, glaube ich, erstmal noch. Verdammt, da oben ist einer, der guckt. Der Luschert. Ich versuche mal, ob ich woanders reinkomme. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich einfach nicht. Nein, 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 nein. Geh runter, Balken. Geh runter. So ist gut. Also, gibt doch bestimmt auch einen alternativen Eingang. Hier zum Beispiel, das sieht doch perfekt aus. So, so ein bisschen rumspringen. Ah, und dann hier direkt runterfallen lassen. Und erstmal gucken, was hier Phase ist. Da hinten ist jemand. Da sind Hunde. Fällt mir gar nicht. Da ist auch jemand. Schläft da einer? Schläft einer. Den kann ich doch bestimmt. Ja. Oha. Ich gehe nochmal zurück. Ich gehe nochmal zurück. Es wird mich niemand sehen. Es wird mich niemand sehen. Es war vielleicht ein bisschen vorschnell, hier einfach reinzujumpen, ohne mich von oben noch ein bisschen mehr umzugucken. Ich kann aber wieder raus. Vielleicht mache ich das erstmal. Nee, ich will nicht herausfordern. Ich will erstmal
noch ein paar Ninja-mäßig wegputzen. Den da, der bietet sich sehr gut an. Ziemlich groß hier das Gelände. Ah, die wurden alarmiert. Ich glaube, die haben die Leiche von dem einen Typ da gefunden. Aber der schläft doch nur. Ah, fuck. Okay, dann metzel ich sie jetzt halt alle nacheinander nieder. Mensch, komm her. Da gedrückt über mir ist einer, deshalb gehe ich mal hier nach hinten. Vielleicht kann er mich hier nicht erkennen. Sehen. Erreichen, meine ich. Ist das Wort, wonach ich... Nein, ich will doch... Ich will Bogen machen. So, jetzt endlich, mein Gott. Ist immer noch... Die anderen sind immer noch nicht da. So, jetzt geht's auf, so. Da ist wieder einer. Aber... Au, du hast nicht gerufen. Normalerweise mache ich immer vorher einen Warnschrei. Das hat er jetzt nicht gemacht. Linke Hund, ey. So. War's das? Waren das jetzt alle? Das kann doch nicht sein. Die Hunde sind auf jeden Fall noch da. So. Jetzt sieht mich hier irgendwer. Da. Scheiß Bogenschütze da. Nix da. Nix ist da. Oh. Als ob ich da nicht getroffen habe. So, jetzt bist du aber dran, ey, Altkollege. So. Eisen. Ah, das brauche ich doch. Das ist auch Eisen. Nice. Stahl brauche ich auch. Sehr gut. Wir kriegen hier die Ressourcen für unsere, für die nächste Rüstungsstufe. So, hier waren die Hundis. Och, Hundis, es tut mir so leid, aber ich fürchte, ihr geltet hier als Feinde, die ich besiegen muss. Au! Böser Doggo! Come on, ey. So. Sind hier Gefangene drin, zufällig?
Aber im Moment. Ich gucke erstmal, ob ich hier jetzt alle erledigt habe. Ich glaube vermutlich nicht, weil sonst eine Meldung käme. Da hinten hat sich doch schon wieder einer bewegt. Das habe ich doch gesehen. Was ist das? Eisen. Sehr gut. Guten Tag. Da bleiben die Gegner herausfordernd, sehr gut. Ja, kommen die jetzt? Ah! Das ist ja nice. Oh, Hunde wieder. Hey, hi, guten Tag. Boah, da muss man ja echt ausweichen wie sonst was. Da war doch noch einer. Wow! Sind das Schauschaus? Würde passen, ist ja eine chinesische Sorte. Killer-Schauschaus. Hallo, Lukas. Schön, dass du da bist. Wir sind gerade dabei, hier dieses Dojo zu clearen und wir sind auch irgendwie kurz davor. Ich brauche irgendwie vermutlich noch einen verbliebenen Gegner oder so. Ich konnte doch eben, es hieß doch, die verbliebenen Gegner herausfordern. Das habe ich doch gemacht. Hole Sashimono-Banner zurück. Ach so. Okay. Vermutlich habe ich jetzt... Ich habe gerade ernsthaft gedacht, da steht einer. Aber es war der Arsch eines Pferdes. Ist auch gerade dabei. Ist ein geiles Game, oder? Also ich kenne es noch gar nicht, bin relativ am Anfang, also falls du schon weiter bist als ich, bitte nicht spoilern oder ähnliches. Aber ich habe so von den ersten paar Questreihen, die es so gibt, habe ich jetzt so jeweils die ersten paar Aufgaben immer gemacht. Bin noch nicht bei den Ronin, falls du die schon kennst. Also ich hoffe, dass... Falls du sie nicht kennst, sollte das jetzt kein Spoiler sein. Es gibt halt die Fraktion der Ronin. So, noch ein Banner. Das letzte. Was ist das? Da hinten. Du hast auch gerade angefangen, alles klar. Also dann, weiß nicht, wie weit du dann... Wir werden ja dann vermutlich so in etwa gleich sein. Ich hoffe, das machen dir dann potenzielle Spoiler nichts aus, falls ich jetzt nachher die Story noch ein bisschen weiterspielen sollte. Aber ich meine, das Spiel ist ja extrem umfangreich. Wir werden jetzt heute bestimmt nicht so weit kommen, dass es signifikante Spoiler in der Story geben wird. Halt. Nehme ich mal, sag ich jetzt mal. So, was ist jetzt noch? Zerstöre das Schwarzpulverversteck. Okay. Ich glaube, wir hätten die jetzt gar nicht alle killen müssen. Wir hätten die ganzen Aufgaben, die ich gerade mache, auch alle heimlich machen können. Ich glaub... Yo, hi. Wer bist du? Duell. Die Inszenierung ist schon geil.
der Doga. Okay. Okay, okay, okay. Ganz cool bleiben. Lass dich nicht zu heuer hoch. Was immer du sagst. Okay, wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich. Yes! Windkampf halt noch. 6 Anführer müssen wir killen für die nächste Kampfhaltung. Ach, wir haben 2 Punkte. Stimmt, von der Quest davor. Chinese are enough for them. They had to fight each other too. They say the Khan even battled his own brother for power. Imprisoned him for years, then poisoned him. Why keep him alive only to murder him? Who knows? Something. So. Techniken. Ah, die Windkampfhaltung ist gegen Speerkämpfer. Verstehe. Die Mondkampfhaltung gegen Barbaren? Was sind denn Barbaren? Also ich weiß, was Barbaren eigentlich sind, aber was sind die hier im Spiel? Rette dich vor dem Tod, wenn du verwundet bist. Das wäre schon nice. Ah, wenn ich springe und dann den schweren Angriff mache, dann kann ich auch die Schilder wegtreten. Ah, okay. Ist das, kann man das per Default oder ist das eine Fähigkeit, die man lernen muss? Wird sich vermutlich auch mal lohnen, hier die Sachen auszurüsten. Aufzuwerten, meine ich. Ah, die Schwarzpulverbomben haben wir jetzt noch gar nicht eingesetzt. Müssen wir beim nächsten Mal mal machen. Das sieht nice aus. Perfektes Ausweichen. Ich bin ja so eher der Ausweich-Fan. Weiche im letztmöglichen Moment aus, um einen tödlichen Gegenangriff auszuführen. Kurz bevor der Schlag. Okay. Ja, dann müssen wir hier den... Ja, dann mache ich hier mal den Skilltree einfach weiter. Also hier, dann können wir diesen Sprinten renne in Gegner hinein, während du sprintest, um sie nach hinten zu stoßen. Mal gucken, ob wir das mal machen werden. Und dann... Noch einen übrig, ich könnte jetzt hier direkt weitermachen. Aber was ist denn hier unten? Erkundung. Wir können uns zu den Heilbädern, zu den heißen Quellen denken lassen. Bambusstäbe, Shinto-Schreine und der Erscheinung. Den du dann Aussehen anpassen kannst. Oder hier die Inari-Bauten. Hier sind die Fuchsbauten. Wir schalten mal die Fähigkeit vor, dass wir uns zu den Fuchsbauten leiten lassen können. So. Terrible, probably. I don't understand anything the Mongols do. Ist das Händler jetzt? Ah, nice. Do you need anything, my lord? Ja, gucken wir mal, was du so hast. Schwertkits? Okay. Pirschen der Tiger. Der sieht nice aus. Schneedämon-Augen.
Rennen des Kaisers, ich glaube, die kennen wir alle. Ja, genau, ich wollte ja eigentlich mal auf dieses Flügel des Meeresdrachen sparen. Das sieht ja nice aus. Rüstungsfarben. Aha. Achso, das ist die einzige makelloser Krieger. Hm, sieht jetzt... Weiß nicht. Was haben wir denn für Hüte? Ein Strohhut. Stirnbänder des Appellanten Kriegers. Stirnbänder. Hm. Bin ich jetzt von allem nicht so der Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir könnten es uns holen, sehe ich gerade. Wir haben ja 15. Geh nochmal die und das weiße. Weiß-goldene. Das sieht irgendwie nett aus, aber es wirkt eher. Okay, ist wohl Standard. Okay, dann werde ich mal gucken, ob ich das versuchen, ob ich das hinkriege. Also, es sieht irgendwie lustig aus, aber auch nicht so wirklich. Ich meine, warum wird das am Ende so breit? Das sieht aus, als hätte das Katana, wäre am Ende so ein krasser Säbel. Schattenskrieg. Nee, ich hole jetzt einfach mal hier Flügel des Meeresdrachen. Farewell. So. Ist schon ausgerüstet? Nee, dann. Ist bei Sammlungen. Bei Ausrüstung vermutlich, ne? Accessoires? Nee. Beim Schwert. So. Ah. Flügel des Meeresdrachen. So. Nice. Ich habe eben gesehen, hier konnte ich noch mit irgendwem reden, mit dem da. We're thinking about heading north. Let the family. My lord, are you heading to join the rest? What do you mean? I've heard of a small resistance group gathering in Azamo Prefecture. There are others fighting back against the Mongols. Brave. But dangerous if they're not trained. I'll find them. Sanzu River sounds nice right about now. Okay, ist das eine Nebenquest? Scheint so. Noch eine neue Nebenquest. Für Tsushima. Es gibt einige in Asamo, die sich gegen die Mongolen wehren wollen. Aber sie sind keine Samurai und kann ich mir diesen Text... Hier vermutlich. Und werden nur ihr Leben riskieren. Ich sollte sie aufsuchen. Ratarn-Talisman. Wenn wir mehr Ninja machen wollen, wäre der gar nicht mal so schlecht. Lass uns das doch mal direkt mal machen. Komm. Ist hier sonst noch wer, mit dem wir labern können? Sieht nicht so aus. Oh, hier liegt aber noch jede Menge rum. Alter Falter, hier. Oh, ganze Schatzkammer. Vorratskammer. Okay, das hat mich jetzt getriggert. Jetzt muss ich hier alles nochmal absuchen und gucken, ob ich nicht was vergessen habe. Weil Eisen und sowas, das sind nice Sachen. Da, ja, der hier. Eisen, Vorräte, so und so weiter. Ja, alles. Okay, diese Dinger hier zu befreien, das scheint sich echt zu lohnen. How do you know? He's the most powerful man on Tsushima.
They can use him to negotiate. What if he refuses to go along? Wollt ihr die nicht mal irgendwie, weiß ich, wegräumen? Ich meine, die fangen ja auch irgendwann an zu stinken. Will ja jetzt gar nicht so respektlos erscheinen, aber ist ja so. Ist ein Fact. Der steht da so, hat sich den angeguckt, so. Nee, ist nicht meine Verantwortung. Was ist mit dem hier? Soll ich den mal vielleicht mal irgendwo wegtun, damit er hier nicht so ehrlos und würdelos so einfach rumliegt? Nee, ich guck einfach mal. Der hat... die Hosen sind jetzt auch schon ein bisschen dreckig geworden. Nee, ist auch nicht meine Verantwortung. Ich gehe nochmal zurück. Ich guck mal nochmal den anderen an. Vielleicht hat der sich, hat dessen Status ja irgendwie verändert. Mal gucken. Alter, was für ein verrückter Typ. Okay, du liegst hier aber auch sehr interessant. Äußerst interessant. Aber ich glaube, vielleicht haben wir jetzt schon einfach hier alles weggelootet. Könnte sein, aber wir haben auf jeden Fall gut Beute gemacht. Wirklich gut Beute gemacht. Ich wollte es gerade sagen, ne? Und da belehrt mich das Spiel wieder eines Besseren. Aber jetzt gucken wir uns mal hier dieses Resistant Movement an. Weg da. Ich bin Samurai, ich bin wichtig. Habe ich jetzt gerade keine Lust. Nein, ich habe gerade auf euch keine Lust. Geht wieder weg. Geht wieder spielen. So. Euch habe ich auch gerade keine Lust. Ich will einfach nur gerade zum Ziel kommen. Blümele mitnehmen. Aber warum wir Bambus eigentlich nochmal für den Bogen, glaube ich, um den zu verbessern, ne? Ach komm. Weil es gerade ging, herausfordern, mache ich jetzt. So. Zack. Ah, das waren alle. Haha, nice. Hör ich da einen Fuchs? Habe ich da gerade einen Fuchs gehört? Dieses Schreien. Ist das ein Fuchs? Vielleicht auch nicht. Ah, dann mal weiter im Text. Ah, das ist dieses... Das ist dieses Rammen. Okay. Sprinten und dann... Zack. Jetzt geht das wieder los. X ist nicht Sprinten.
mein Gott, diese Schweine hier die ganze Zeit. Noch 250 Meter, dann sind wir da. Da in dem Haus nehme ich mal an. Da ist eine Blume. Keine Blume ist für mich sicher. Präfektur Asamo. So, guten Tag. Ah, hallo. In der Nähe wird gekämpft, was? Was? Wer kämpft? In der Nähe. Wer denn? Wo denn? Was denn? Erstmal Vorräte mitnehmen. Wie in der Nähe wird gekämpft. Was soll das? Sag mir jetzt nicht, ich bin doch mit einem der Tiere irgendwie im Kampf, an denen ich vorhin vorbeigeritten bin. Weil dann werde ich aber garstig. Da, ich habe was gehört. Da hinten, oder was? Okay, eine ganze Armee, was? Ja, wir haben doch gar nicht mal so... Alter! Ist doch gar nicht mal so ohne... So... Ihr wollt jetzt alle, oder was? Okay, alles klar. Ja, ist gut. Okay, ja, alles gut. Okay. Wow. Wow, das war Knappchen. So. Okay, da habe ich mich jetzt nicht gerade mit Ruhm bekleckert bei dem Kampf, aber die Typen mit den Doppelschwertern, die haben mich gerade so ein bisschen überrascht. Sind wir nicht vorbei hier, oder was? Hier, Jin guckt da so bestimmt in diese Richtung. Ist da noch irgendwas? Was war das? Ganz im Ernst, was war das gerade? Der Bär. Wenn das jetzt wirklich an dem Bären lag, weil ich die ganze Zeit mit dem im Kampf war, oder was? Wow! Alter Falter! Meister Petz! Beruhigen Sie sich! So. Ausrüsten aktiviert. 3 Verbesserungen verfügbar, das ist sehr schön. Gucken wir uns zum nächsten Mal an. So, jetzt will ich aber gefälligst, dass ich bin hier mal aus dem Kampf raus bin. Dass ich ja eben mal mit den Typen hier reden kann.
testen nämlich einfach die Vorräte hier mal mit. So. My lord, have you come to help the Osimo League too? Endlich. I've never heard of them. Farmers and fishermen banded together to fight the Mongols. I've come from Ariake to train them. I admire their bravery. How is the training going? They were supposed to meet me here hours ago. I was about to look for them. I'll ride with you. Okay, okay, okay. Oh, jetzt habe ich versehentlich. Ich bin ja versehentlich gegen die Kamera rüber. Their leaders stay at a farmhouse nearby. They'll know where the main force is camped. As a child, I dreamed of becoming a samurai. Now, I'm riding with a real one. But you know how to fight and handle a horse. My village was constantly raided by pirates on the coast. They killed my parents. I learned to defend myself. I hope the skills I gained through hardship can be of use to the people here. You're not so different from a samurai. My lord, you flatter me. Oh, das da vorne, das sieht schon mal nicht so gut aus. Oder soll das so brennen? Man weiß es ja nicht. Boah, das Spiel sieht so gut aus. Guckt euch mal diese Wiese da drüben an mit diesen weißen Büschelblättern da. Das sieht gut aus. Ach, das Feuer. Diese Lichteffekte sehen echt gut aus. Die Mongolen. Natürlich. Cut them down. Ich will die herausfordern. Herausfordern. Geht nicht? Oh, come on. Hui! Nein. Ey, lass die Lady in Ruhe. Ha! Das war das Rammen. Ja, gefällt mir. Ich will das nochmal mit dem Rammen probieren jetzt. Ja. Rette die Menschen im... Ich wollte gerade sagen, da gibt es nicht mehr so viel zu retten. If the Mongols found them, they could have found the main force too. I should have come sooner. We can still warn the others. Hear that? They might have found the main force. We have to help them. Hurry, my lord! Wait! Ja, wartet. Ich muss noch diese Vorräte einsammeln. Ja, gut, ich verliere die Frau. Come on! Jetzt halt doch mal an! Das kann doch jetzt nicht sein. Ey, das ist doch jetzt... Also tut mir leid. Okay, ich hätte vielleicht in der Situation nicht das die Vorräte da einsammeln sollen, aber ich bin ich war im schnellen Modus vom Pferd, ja? Spurt. Und wenn die einfach zu schnell für mich reitet, und ich meine, ich kann nicht schneller reiten als einmal spurten, und ich komme dann einfach nicht an die ran, sorry. Da kann ich ja da wohl nichts mehr machen. We're too late. Ich glaube, aus dieser Liga von Asamo, da wird nicht mehr so viel. Nase kratzen. We can't save everyone. Then I will avenge the dead. The samurai remains calm before a fight. Wait! Wow. Erstmal hier raus. Alles gut hier.
Autsch! Obwohl ich... Ah, das war das, was ich... Was du meintest, oder? Ah, alles... Weg hier! Wow! Nein, du sollst den Bogenschützen da machen. So nämlich. Im Schildmodus, ich bin im Schildmodus. Alter, jetzt lass mich doch mal erstmal deinen Kollegen da töten. Oder wisst ihr was? Das ist doch jetzt gerade der perfekte Zeitpunkt für eine Rauchbombe. Nee, nicht Rauchbombe, Brandbombe. So. Oha. Richtig dicker Typ mit Schild. Ich glaube, der freut sich auch über so eine Bombe. Ich habe mich auch gefreut. Scheiße. Da hinten ist noch ein Bogenschütze. Ja. Die scheinen alles gelootet zu haben. Wo ist die Lady? We did it. Ja? Sprechen? Sprechen. You have skill, but you nearly died rushing into battle. Don't the Mongols anger you? A samurai's most important weapon is himself. Lose control, and you risk defeat. I see. I should return home. Learn to master my emotions. Keep fighting. We need people like you. But remember the lesson. I will, my lord. Okay, Quest beendet. Haben wir jetzt eine weitere Questreihe freigeschaltet? Das wäre sehr, sehr nice. Warum kommen hier immer so diese Sequenzen mit dem Pferd? Fast. Fast neuer Punkt. Talisman der Verborgenheit. Mhm. So, was haben wir hier noch? Gegner zu töten stellt eine mittlere Menge Gesundheit wieder her. Ist ein sehr mächtiger Talisman, den behalte ich. Bei 50% oder weniger Gesundheit wird der erlittene Schaden um einen mittleren Wert verringert. Auch gar nicht mal so schlecht. Und Talisman der Entschlossenheit. Mehr Entschlossenheitsgewinn, ja. Was macht der denn? Gegner geben 40% schneller mit der Jagd auf dich auf. Ach so. Ist gar nicht jetzt direkt fürs Schleichen gedacht. Und dafür schneller wegzukommen. Ja, ich glaube. Ja, ich glaube, ich bleib mal bei dem, was wir aktuell haben. Noch mehr Vorräte. Nee, scheint jetzt erstmal keine neue Questreihe freigeschaltet zu haben. Okay, na gut. Muss ja auch nicht alles. Wäre auch irgendwann ein bisschen zu viel.
Moment, ich wollte auf die Karte zurück. So. Mal schauen. Einzelhaus. Die Bürger von Ariake verlieren ihre Häuser an die Mongolen. Ich muss mir das ansehen. Was ist das? Lager der Überlebenden. Fallensteller. Da sind Verbesserungen verfügbar. Okay. Gucke ich mir mal an. Muss jetzt zwar wieder über die gesamte Insel reiten, aber was soll's. Es hat eine wunderschöne Open World. Wunderschön gestaltet. Sieht super aus. Da, kann man das auch mal machen. Aber Moment, Vorräte. Vorräte. 15 Vorräte. Da kann man auch mal ein bisschen über die Insel reiten und sich die Welt angucken. Herausfordern. Komm, habe ich gerade Bock drauf. Herausfordern. Tag. Oh, scheiße. Ich hab dich hingekriegt. Scheiße. Das könnte jetzt gut werden. Ja, das könnte übel werden im Sinne von, dass jetzt die Typen hier weggehen. Alter. Okay, zumindest kommen wir direkt wieder hier raus. Nur sind die jetzt halt weg. Das ist ein Mongolenlager. Ja, da will ich jetzt lieber nicht einfach rüber und in die reinreiten. Wäre ich ein bisschen doof, wa? Sieht das geil aus. Oh, der beugt sich so runter und hält die Hand in die Gräser. Wie nice ist das denn? Leute, Leute, bitte. Was? Oh, hallo. Ja, beachtet mich gar nicht. Ich bin nur auf der Durchreise. Die Mille. Ah, hier ging eben die Quest los, glaube ich, oder? War das hier? Nee. Ach, ich wollte springen, aber ich glaube, das kann das Pferd gar nicht, oder? That's my kage. That's my kage. Klar. Habe ich gerade den Hirsch? Ich habe den Hirsch angerempelt mit meinem Pferd. I'm sorry. Ach, das hier müsste diese Brücke sein, die, wo ich letztens im ersten Stream oder im zweiten, weiß ich nicht mehr, hier auf den Klippen die ganzen Mongolenbogenschützen erledigt habe.
unten sind wieder Typen. Ich probier's nochmal mit dem Herausforderer, wenn das geht. Herausforderer. So. Jetzt aber. Scheiße! Da habe ich mich. Habe ich zu früh. Da hat er. Hat er angetäuscht. Sau. Bin ich im richtigen Modus? Ja, ich bin im richtigen Modus. Lasst mich. Oh, da bin ich falsch im Modus. Da bin ich falsch im Modus. Den. Weg da. Wisst ihr was? Alter, du kannst nicht mal. So, und jetzt mache ich dich aber sowas von weg. Ach. Kann ich jemanden retten? Guten Tag. You'll be free soon. Komoda Beach was a massacre. Yeah, I'm glad you survived. Did they hurt you? They burned my farm at the river path. Between Tsutsu and Azamo. You can see their men from the cliffs above. That's good to know. I'll have a look. Haben wir jetzt wieder eine neue Quest bekommen? Nee. Legendenerzähler? Guter Flussbrücke. Ich sehe das jetzt nicht so, dass wir eine neue Quest bekommen haben. Oder einen neuen Ort freigeschaltet haben. Komisch. Ich tue nochmal. Ach, da! Ah, okay. Wie groß das Gebiet da hier oben noch ist. Das kenne ich zum Beispiel gar nicht, da war ich noch nie. So, und da ist jetzt irgendwo das Lager. Der Fallenschiller eigentlich so viel Zeug. Metals, woods, and cloth. Ah, Fernkampfwaffen und Schnellfeuerwaffen. Okay. Schnellfeuerwaffen? Die Kunai. Okay. Haupttierfälle. Könnten wir mehr von den Wurfmessern haben? Fernkampfwaffen? Rostpulver. Okay. Ah, okay. Einfach Kapazität auffüllen, ne? Ja, ja, ja. Hey, können wir die Sachen auch kaufen oder was? Thank you. Ah, ist okay, auch immer interessant zu wissen. May your hunt be successful. May I assist you, my lord? Was hast du da hinten noch zu erzählen? Do you know the tale of Tadayori, my lord? I know his name, but I've not heard of his exploits. It's long believed the armor Tadayori wore granted him great power. That it would be disastrous should it fall into the wrong hands. Neue Rüstung. And I can't let that happen. I'd like to hear more of this story. And this armor. The musician Yamato may be able to help. He told me the legend in Azamo, near the river that separates it from Tsutsu. Okay. Ja, das klingt doch jetzt mal interessant. Mythische Geschichten, die Legende von Tadayori. Tadayoris Rüstung kriegen wir dafür. Ich hörte von einem Musiker. Moment. Na. Wo ist das?
Da unten. Okay. Führt uns quasi in die Richtung, wo wir auch die restlichen Story-Quests weitermachen können. Deshalb würde ich mal sagen, wir gehen dahin. Ich hörte von einem Musikanten in Asamo. Er gibt den Menschen Hoffnung, indem er die Geschichte von Tadayori und seiner mythischen Rüstung erzählt. Klingt vielversprechend. 2,8 Kilometer, wir dürfen jetzt den gesamten Weg, den wir gerade geritten sind, wieder zurückreiten. Aber, what shall I say? Als ich Ghost of Tsushima damals schon mal gespielt habe, als ich es mir geholt habe, da kann ich mich auch noch an so eine mythische Questreihe erinnern. Ich glaube, da ging es um ein... Ich meine, nicht um eine Rüstung, sondern um eine Waffe, einen Bogen oder ein Schwert. Deshalb bin ich jetzt mal gespannt, was es wird. Das hier ist der... Ah, der Tempel. Okay, hier werde ich jetzt mal nochmal kurz gucken, ob ich was Nettes aufwerten kann. Rüstung oder Schwert? Rüstung oder Schwert? Ich gucke erstmal beim Schwert. My Lord, ja, das sieht so aus. Das Symbol ist golden. Ja. Apologies. Nee. You don't have what we need. Ja, ich brauche noch 2 Stahl. Ah, ich könnte das Tanto... Bringe Gegner lautloser um und bringe Gegner schneller um. Wäre vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Brauche ich Eisen für? Brauche ich das auch für das Katana? Weil, ja... Nee, da warte ich erstmal nochmal eine Katana-Stufe ab. Your sword arm protects us all, my lord. Ah, das hier sieht aber gut aus. Aber es könnte auch auf eine andere Rüstung beziehen. Ja, die Tracht des Reisenden. Wie viel fehlt mir noch für die Clan-Rüstung? Noch knappe 70 Vorräte. Meint, die hatte doch immer noch eine Sprechblase. Du hier. We feel safer with you. Hora Hatze. She'll likely starve soon. Who are you speaking of? A widow, on the outskirts of Tsutsu. She lives alone and has no means of securing food for herself. I'll check on her. Nebenquest? Tatsache. Jetzt kriegen wir Leinen und niedere Verteidigungstalisman. Ist auch da unten in der Gegend. Ja, okay, cool. Dann wird das jetzt hier unser neues Operationsgebiet. Erstmal, wir haben ja immer noch hier die 2 Questreihen.
Aber auch zwei hier unten, die wir noch gar nicht angefangen haben. Beziehungsweise doch, das ist ja hier die von Yuna und ihrem Bruder. So, jetzt. Aber jetzt weiter im Text. Wir haben hier noch eine lange Reise vor uns. Das ist unser treuer Gaul. Treuer Gaul. Da bist du ja. Was war das? Was war das? Halt mal. Was ist da? Jetzt. Bleib doch mal ganz gechillt hier. KG. So, was ist das? Lesen. Diese Tori-Tore führen zum Goldgipfelschrein. Heiligtum von Amaterasu, dem Kami der Sonne. Okay. Goldgipfelschrein haben wir schon gemacht. Alles gut. Let's go. Okay, los geht's. Nein, lass mich in Ruhe. Ich will jetzt möglichst unbehelligt in das südliche Gebiet. Da wird gekämpft. Oi. Wer denn gegen wen? Was seid ihr denn für welche? Ihr seid, du bist ein Mongole, sehe ich. Aua. Ich habe gedrückt, ich habe ausgeweichelt. Au. So, und jetzt du, Kollege. Ja. Come on. Gegen wen haben die gekämpft? Gibt's hier immer noch... Also so freundlichen Widerstand? Also freundlich im Sinne von freundlich mir gegenüber? Wollen wir aber erstmal nicht machen. Ich will einfach jetzt nur zu dem... dieser netten Quest. Das Wasser, das sieht so geil aus. Die Färbung. So gut. Na, beachtet mich gar nicht. Ich... reite nur meines Weges.
Und die letzten 500 Meter zu diesem Geschichtenerzähler-Dude. Das ist so ein nices Detail, dass er sich da, während, wenn man durch dieses hohe Gras reitet, dass er sich da so zur Seite beugt, um seine Hand da so reinzuhalten. Das ist so nice. Das scheint er zu sein. Centuries ago, the warrior Tadayori saved Azamo Bay from pirates. My lord, please join me. Hey, dann lass mal hören. Sounds like you have an interesting tale to tell. Centuries ago, Tadayori Nagao was the greatest archer on our island, famed for his wisdom and perfect aim. The Kami Hachiman himself was so impressed, he gave the archer his armor, light and strong beyond compare. In those days, cruel pirates raided the coast. They threatened the town of Azamo Bay with annihilation. The people fled to safety. But Tadayori faced the pirates alone, wearing his mythic armor. The pirates stormed the town. Tadayori's arrows tore through them. Few survived, but not one blow pierced Tadayori's armor. Years later, Tadayori died peacefully at home, but his armor mysteriously vanished. Some say his descendants guard it still, awaiting the rise of a warrior to defend Tsushima once more. The little writing about Tadayori that survives refers to a violet crown, a place in the north of Azamo, strewn with violet chrysanthemums, where Tadayori would often meditate. Ah, ja, ich kann mich erinnern, wir müssen jetzt immer so Orte finden, um quasi den Driving the Mongols from our home is all I care about. Den Weg zu finden zum Versteck dieser Rüstung. If it's as good as you say. His armor is without equal, my lord. And I believe it is still out there. Find the violet crown. Auch wenn ich hätte schwören können, dass es damals nicht um eine Rüstung ging, sondern um den Bogen von dem Typen. Aber naja. Anscheinend nicht. Kage. Hier! Da ist ein Blümchen, das sehe ich. Sind Typen, mit denen will ich mich jetzt gerade einfach nicht anlegen. Aber ich muss da genau hin, wo die hinwollen. Auch schön. Deshalb lasse ich das jetzt gerade mal ein bisschen langsam angehen. Nee, nicht herausfordern. Nicht herausfordern. Einfach mal weiterziehen lassen. Thank you.
Ach, nö, 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 nö. Lass mich ruhig. Lass mich in Ruhe. Nein, 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 nein. In Ruhe lassen. Oh, da hinten. Das sind die Chrysanthemen. Hab's gefunden. Das war jetzt wirklich nicht schwer. Da unten sind auch wieder Bösewichter, aber ich will jetzt nur nach diesem Ort suchen. Violet Chrysanthemums. The musician who told me the legend of Tadayori mentioned them. They could lead to the Violet Crown. Violet Chrysanthemums. The musician who told me the legend of Tadayori mentioned them. Er hat das beim ersten Mal noch nicht so ganz noch nicht mal selbst begriffen. So. Crown. Tadayori's armor could be here. Incense. Burned recently. Hier war jemand vor uns. Something inside that container. A map to Tadayori's rest. Oh. Okay. Aha. Okay, also ich nehme an, wir sind da oben. Dann, ein Fluss. Ist da irgendwo ein Fluss? Ich sehe da nur Wege. Aber da sind wieder so, wieder die Chrysanthemen. Und die sollen ja beim angegebenen Ort auch sein. Oder nee, warte mal. Das da unten, das sind wir. Hier mit diesem Schrein. Und wir müssen... Guck mal, die Berge da oben, die sehen doch genauso aus wie da oben. Da müssen wir hin. Okay, alles klar. Das machen wir noch. Kagel, wir haben eine Mission. Someday we'll go for a peaceful ride. Someday, but not today. Nein, Bär oder Schwein oder was auch immer du bist, lass mich in... Au! Ja, tut mir leid. Da müssen wir hin. Da soll irgendwo so eine Höhle sein, nehme ich mal an. More violet chrysanthemums. Tadayori's rest could be close. Yes. The cliffs are too sheer to climb. There must be another way in. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Aha. Oh. Okay, das war leicht. Oh.
Mongols. How did they find this place? A map, like the one from the Violet Crown. Jetzt bin ich mal gespannt. Tadayori's Rest. Das sieht so awesome aus. Whose graves are these? Same incense from the Violet Crown, lit recently. The emblem of Clan Nagao, Tadayori's clan. Time's rushing river slows, Tadayori's mind at rest. One drawn bow pierces many. What are you doing here? What? Leave this place. I'm not here to fight. I am Jin Sakai, nephew of Lord Shimura. You're a liar and a thief. Nee, nee. Defend yourself. Ach mein Gott. Okay. Muss das jetzt sein? I don't want to kill you. Stop! Whoa, 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 whoa! Lady, 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 lady! Keep cool! Alter! Alter, du machst mich voll fair. How dare you trespass on Tadayori's sacred ground? You dishonor Tadayori's legacy, thief! Nicht genug Entschlossenheit. Ach komm, ein Millimeter fehlt mir oder was? Alter! Oi, bei mir geht das Licht auch aus. Ja, gut. I don't want to kill you. Stop. Ja, ich stoppe. Ich stoppe auch die heutige Session. Die Lady nehmen wir uns beim nächsten Mal vor. Oi. Das wird aber ein harter Akt. Habe ich den Eindruck. Okay. Ja, vielen Dank an alle, die zugeschaut haben. Die nächsten Tage kommt der nächste Stream. Ich weiß noch nicht genau wann. Aber so in den nächsten Tagen. Freitag vielleicht. Okay. Dann mache ich jetzt mal aus und bis dann, ne? Ciao.